hallo. Ja, ich bin jetzt gerade raufgegangen zu den Eseln und zu den Pferden in den Unterstand. Und den benutzen sie eigentlich jetzt nur im Sommer, weil es ist unglaublich, wie viele Bremsen da gerade bei uns unterwegs sind. Das ist jetzt der Höhepunkt, also so in der Intention habe ich es überhaupt noch nie erlebt. Und ich habe sie mit meinem Knoblauch-Spezialspray besprüht. Und was ich euch jetzt gerne erzählen möchte, das ist wirklich total arg. Ich war gerade ein bisschen verzweifelt bzw. traurig, weil ich jetzt ja diese Einladung an Jugendliche rausgeschickt habe, also alle 3 Wochen einfach herzukommen, um mit Tieren zu sein, um Tiere zu erleben und ohne viel Bamborium einfach mit den Tieren zusammen zu sein. Und ja, bis jetzt gab es leider noch keine Reaktionen, also es hat sich noch niemand gemeldet, der daran teilnehmen möchte. Der erste Termin ist vergangen, ohne dass jemand da war. Es ist am 5. oder am 6. Juli ist der zweite Termin, Samstag. Und ich bin jetzt herumgesessen, habe mich hergesetzt und habe die Pferde und die Eseln gefragt, was können wir tun, damit ich das irgendwie mehr verbreiten kann. Und was kann ich tun, damit mehr Leute davon erfahren, wie schön das ist, einfach mit euch zusammen zu sein und damit ihr Lehrer werden könnt. Und das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dieses Fragen stellen. Und heute war es irgendwie arg, also ich stelle das wirklich laut und in die Runde. Und dann bin ich da gesessen und habe gewartet, umschwirrt vom Bremsen. Und auf einmal hat der Haflinger mich angeschaut. Also es kommt dann meistens so von einem Tier eine Reaktion. Haflinger hat mich angeschaut, hat gegähnt, ist hergekommen zu mir und hat mich begonnen, auf den Knien abzulecken. Das hat er noch nie gemacht. Also natürlich, es gibt ganz sicher eine rationale Erklärung. Ich weiß nicht, vielleicht schmecke ich nach Salz oder sonst irgendwas. Aber er hat angefangen, wirklich wie ein Hund an meinen Knien zu schlecken, an meinen Wadeln. Und ich habe eine kurze Hose an, so an den Oberschenkeln, dann die Arme. Und das kitzelt unglaublich. Und ich habe voll lachen müssen. Und aber ich dachte, ja, vielen Dank für die Antwort. Aber wenn es jetzt keine konkrete Antwort ist, aber einfach... dass die Traurigkeit war sofort weg, weil das einfach so lieb war. Und ich musste mit der Kamera schwenken, als die Eseln kommen, als neugierig sind. Ja, also er hat das jetzt mindestens 15 Minuten sehr intensiv gemacht, mich von oben bis unten abzusappern, also meine Hände. Und ja, erst wie ich mit der Kamera angerückt bin, habt ihr gesehen, hat er sich dann verzogen. Aber ja, das ist ja genau das, was ich zeigen möchte mit diesen Tieren sein Nachmittagen. Also sowohl die Nachmittage, die für Erwachsene sind, als auch die Nachmittage für Jugendliche, dass das funktioniert. Also ich habe es bis jetzt hauptsächlich bei den Pferden und bei den Eseln gemacht, also wirklich konkrete Fragen zu stellen. Und ich bin mir ganz sicher, es funktioniert bei den anderen Tieren auch. Und schuld daran, dass es dieses mit Tieren sein für Jugendliche gibt, ist die Rokita. Die hat wie ich vor ungefähr 4 Wochen raufgekommen bin und gefragt habe, was können wir tun, was können wir machen, um die Botschaft von Hochsonnenweide noch mehr zu verbreiten. Und da war die Antwort ganz eindeutig von ihr. Also das war wirklich so, dass ich es so richtig, richtig gespürt habe, dass sie gesagt hat, mach es für Jugendliche. Ja. Schauen wir mal, was draus wird. Also ihr seid herzlich eingeladen. Die Termine sind immer auf der Homepage und auf Facebook. Ja, einfach zu kommen und mit diesen unglaublichen, tollen Lebewesen zu sein. Und ich finde das super, es kommt die Rokita auch noch. Hallo. Die gerne Lehrerin werden möchte.